So. Haben wir alles? Weiß ich gar nicht. Konnte man nicht hier auch immer gucken? So, befreie die 7 Sperrflitten. Okay, das gibt es ja immer in jedem Level, aber ansonsten 105 von 150. Aber ich glaube, die kann man auch erst irgendwann einsammeln. Wie gesagt, wenn wir mit diesen blauen Echo-Quellen wieder geöffnet haben. So. Okay, gut, dann sind wir mit der Insel, glaube ich, erstmal soweit durch. Ich traue mich kaum, das auszusprechen. Weil es wahrscheinlich nicht stimmt. Du blödes Stück Schlange. Ich glaube, ich mache das. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Ich gehe jetzt von dieser Insel runter. Und dann gucken wir uns mal die anderen Bereiche an. Wir können noch ins Dorf runter, quasi, statt an den Strand. Ich glaube, das ist hier so. Ich liebe dieses Lied. Beautiful. Beautiful. Guckt euch das an. Meine Güte. Hammer. Okay. Da ging es nicht ins Dorf. Ich guck mal. Es ist aber auch wirklich schwer, sich hier zu orientieren, finde ich. Als Kind habe ich es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Und als Erwachsener ganz klar auch nicht. Offensichtlich. Wo ist denn hier das Dorf? Vielleicht sollten wir mal den Fischer ausfindig machen. Soviel ich weiß, soll er am unteren Fluss im Dschungel fischen. Da hinten ist die Nebelinsel. Da waren wir ja schon. Und da müssen wir wieder hin. Tatsächlich. Okay, da ist der Strand. Hier ist das Dorf, ne? Genau. Hallo. Ah ja, diese Kühe oder Gnus oder keine Ahnung. Warum hat der einen Special-Vogel, der sehr special ist, der aber vor allen Dingen keinen Käfig braucht? Manche bewegen ihre Flügel schon schneller als andere. Ah, wie schön. Sogar die Lampe bewegt sich, einfach um noch mehr Rechenleistung zu brauchen. Es ist so schön. Da kocht auch jemand gerade irgendwie eine Suppe oder einen Tee. Wollen wir direkt mal hier hoch? Nein, ich will zu den Kühen. Oder Gnus. Gnun? Ich will zu den Gnun. Ups. Oh, muss die Jacke ausmelken, muss die Jacke ausmelken. Oh, ihr seid's. Ich ruhe mich nur ein bisschen aus. Hab den ganzen Tag versucht, diese streitlustigen Kühe zurück in den Pferd zu kriegen. Ein paar seltsame Typen wollten sie schon stehlen. Könntet ihr wohl einem alten Mann helfen und sie in den Pferch bringen? Sehr gerne. Auch wenn das gerade so aussieht, als ob ich ihn verprügeln möchte. Ich mach mal kurz die Jalousien hier zu. Das ist ganz gut, dass ich hier die Katzen so ein bisschen im Blick habe. Ich habe echt Glück, dass die mehr oder weniger durchschlafen. Sonst müsste ich mich um die auch noch kümmern hier. Alles klar. Dann sammeln wir mal die Jackhaus ein. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Sehr schön. Einen haben wir schon im Stall. Hier ist noch einer. Geh da rein. Nee, geh da rein. Nö, geh da. Ich wollte ihn nicht hauen. Na okay, ein Teil von mir wollte ihn schon hauen. Er hat halt nicht das gemacht, was ich wollte. ich hab dir die Gewalt für mich entdeckt. Aber okay, schluck noch runter. Ja. Okay, jetzt reicht's. Los! So oft muss ich ihn gar nicht schlagen. Der Bauer ist ein Bauer, weil er Heu. Was hat er gesagt? Der Bauer ist so ein Bauer, dass er sogar Heu auf dem Rücken trägt. Ich liebe solche Stilmittel, ey. Du weißt genau, wo du rein sollst. So, 4, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe.
Ah, da hinten. Ah ja, Steve, mal wieder. Steve versteckt sich immer hier am Wasser. Los, Steve. Schneller, Steve. Speed, Steve. Sehr gut. Eine Energiezelle. Mit dem werden wir jetzt mal reden. Ja, Mann. Da! Gut gemacht, mein Junge. Die verlausten Viecher sind jetzt im Pferd. Nun kann ich beruhigt schlafen. Hier ist eine Energiezelle für deine Mühe. Sehr gut. Okay, wir haben ja schon 11. Brauchen wir nicht eigentlich 20 oder so nur, um hier wegzukommen von dem ersten großen Level? Für die Leute, die es nicht wissen. Jack 1 ist folgendermaßen aufgebaut. Es gibt verschiedene, ja, große Areale. Wir sind hier in dem Areal von dem grünen Weisen. Und ein Areal hat so mehrere Level. Zum Beispiel der Strand, könnte man sagen, ist jetzt ein Level. Hier das Dorf ist so ein bisschen ein Level. Dann gibt's zum Beispiel die Nebelinsel noch. Und dann gibt's halt noch weitere Bereiche. Ich glaube, im Dschungel oder so da hinten noch. Und da kann man halt Energiezellen sammeln. Und wenn man dann zum Beispiel 20 hat, dann kann man irgendwann ins nächste Areal. Und als nächstes kommt man, glaube ich, ins Areal von dem roten Weisen. So, da hinten müssen wir auch noch hoch. So, machen wir das. Da sind auch so schöne Wassergrabenfelder. Ich weiß nicht, wie man die nennt. Aber wunderschön. Vielleicht sind das sogar so Reisfelder. Gehen wir da hoch? Ne, da waren wir schon, ne? Ich weiß es nicht. Genau, ich glaube, wenn man hier hochgeht, ist man im Dschungellevel. Ich guck mal nochmal kurz, ob das tatsächlich so ist. Es ist tatsächlich so. Okay, gut. Noch nicht. Noch nicht. Wir machen noch eben kurz da das Dorf zu Ende. Das geht sehr schnell. Wir sind eigentlich schon fast durch. Muss, glaube ich, noch eine Sache da machen. Und dann können wir eigentlich auch schon in den Dschungel rein. Hält uns nichts auf. Oh ja, diese schönen Precursor-Skulpturen. Mit Energiezellen. Okay, hier haben wir alles, ne? Das heißt, wir können jetzt erstmal hier runter. Oh ja, okay. Gut. Dann hier einmal rüber. Und dann hier einmal rüber. Und hier würde ich jetzt sagen, tatsächlich einmal rüber. So. Ich bin 6. Das muss eins von den Precursor-Orakeln sein, von denen der Weise dauernd erzählt. Hoffentlich sind die nicht genauso hässlich wie er. Was? Warum hassen die sich so? Auf. Wartet. Einer von euch hat das innere Licht. Seit Anbeginn der Zeit suche ich und warte auf die Rückkehr des wahren Helden. Bringt mir 120 Precursor Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Oh, ich hätte es so wunderschön gemacht. Er erzählt erst von irgendeiner Prophezeiung, dann, dass man vielleicht sogar einer sein kann, der dieser Prophezeiung entspricht. Dann Themenwechsel. Bringt mir bitte 120 Orbs für eine Energiezelle. Für eure Gabe erhaltet ihr eine weitere Energiezelle. So, das war's aber auch. Zweites Mal kaufe ich das jetzt nicht bei ihm, weil wir kriegen ja noch für 90 auch Energiezellen. Dann nutzen wir lieber die Angebote. So, ich glaube, hier im Wasser war nichts, wenn ich mich richtig entsinne, wenn mein Gefühl mich nicht trübt. Deswegen sind wir da jetzt auch nicht noch länger am Suchen. Dann gehen wir in den Dschungel, würde ich sagen. In den Dschungel. Wo ist der Dschungel? Hier ist nicht der Dschungel. Wo ist der Dschungel? Dschungel! Da. Oh. So. Kann man hier auch gucken? Naja, Sanddorf. Zum Bürgermeister müssen wir noch. Onkel. 120 zum Orakel.
Und die Sperrfliegen. Okay, gut, 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 gut. So. Ah, oh, sehr schön. Okay. Und wir sind im Dschungel. Das ist erst die erste Session. Und ich bin schon so weit gekommen. Ich finde das eigentlich sehr schön. Hättet ihr Lust, dass ich das auch mal streame? Obwohl, die Aufnahme ist ja abgekackt. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, das zu streamen, wenn es einfach ständig abkacken kann. Weiß ich echt nicht. So, die ganzen Löcher hier. So, es gibt hier verschiedene Plateaus. Da, wo wir jetzt gerade herkommen, habe ich da schon alles? Ich weiß es gar nicht. Erstmal sammeln wir das ein, was wir sehen. Jeder Mensch ever. So. Oh, die schöne Musik. Oh, hier war halt wirklich was. Aber egal, das kriegen wir noch. Da schießen wir noch irgendwann raus aus dem Rohr. Sehr gut. Na gut. Ich würde tatsächlich sagen, ich mache hier einmal einen Cut. Ja, ich merke, ich kann mich nicht mehr so krass gut konzentrieren. Deswegen machen wir jetzt hier einen Cut. Vielen Dank fürs Zugucken. Bitte aktiviert die Glocke, bitte abonniert, bitte guckt nicht einfach nur die ganzen Videos durch. Wie beim ersten Let's Play, da hatte ich so viele Aufrufe, aber keiner von den Menschen hat sich, glaube ich, die Mühe gemacht, auch mal auf, im Kanal dann vorbeizugucken und vielleicht mal zu abonnieren. Das wäre wirklich schön. Ich würde mich sehr darüber freuen. Das würde mir eine Menge bedeuten. Und ja, dann freue ich mich auf das Projekt weiterhin. Das wäre jetzt die erste Session. Ich bin sehr glücklich. Und ich hoffe, ihr auch. Alles klar. Macht's gut.